Der Ausgangspunkt unserer achttägigen Nilkreuzfahrt war Luxor. Hier betreten wir den Luxor-Tempel. Diese zwei Kolossalstatuen von Ramses II halten am Eingang Wache. Die Sphinxenallee verband früher den Luxor-Tempel mit dem Amun-Tempel von Karnak und wurde erbaut von Nektanebus I. Hier sehen wir die Statue von Ramses II. Diese Steinreliefs geben einen Teil der Geschichte Ägyptens wieder.